haben Skrupel, einen Kompost anzusetzen, weil sie Angst haben, dass es stinkt. Das passiert aber nicht, wenn man es richtig macht. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wichtig ist es zu wissen, was man alles in Kompost tun kann. Gut eignen sich alle rohen Rüstabfälle aus der Küche, aber auch Teesatz oder Kaffeesatz und trockene Eierschalen. Man kann aber auch Gartenabfälle, Karton, Stroh oder auch Zeitungspapier in Kompost tun. Je kleiner ihr die Sachen, die in Kompost hineinkommen, schneidet, desto schneller verrottet sie auch. Damit der Kompost nicht anfängt zu stinken, gibt es ein paar Sachen, die zwar auch biologisch abbaubar sind, aber man besser nicht reintun. Dazu gehören Fleisch, Milchprodukte und alle verarbeiteten Produkte, wie zum Beispiel Brot oder Salatsauce. Wichtig ist, dass im Kompost ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Kohlenstoff und Stickstoff herrscht. Viel Stickstoff hat alles, was grün ist, wie zum Beispiel Gartenabfälle, Rasenabschnitt oder Gemüse. Kohlenstoffhaltig ist alles, was braun ist, wie zum Beispiel Holz, Karton, Stroh oder Sackmehl. Am besten funktioniert ein Kompost, wenn es gleich viel Stickstoff wie kohlenstoffhaltige Materialien drin hat. Die verteilt ihr schichtweise auf eurem Kompost, so wie eine Lasagne. Meistens hat man zu viel stickstoffhaltige und zu wenig kohlenstoffhaltige Materialien. Um das auszugleichen, kann man zum Beispiel Gartenabfall einfach vorher trocknen lassen, damit sie zu Stroh werden. Oder in gewissen Städten kann man sich auch Holzschnitzel liefern lassen. Im Kompost hat es ganz viele verschiedene Bewohner, die dafür sorgen, dass unsere Abfälle in Humus umgesetzt werden. Die Hauptarbeit übernehmen die Regenwürmer. Aber es leben auch ganz viele Pilze, Mikroorganismen und andere Insekten im Kompost. Und jeder von ihnen hat ihre ganz eigene Aufgabe. Damit all die Bewohner auch gut arbeiten können, ist es wichtig, dass der Kompost immer schön feucht ist, aber nie flutsch nass und auch nie ganz trocken. Ich tue ihn darum einfach regelmäßig mit den Pflanzen zusammengiessen. Um zu schauen, ob der Kompost die richtige Feuchtigkeit hat, kann man eine Handvoll rausnehmen und zusammendrücken. Und wenn zwischen den Fingern kein Wasser rauskommt, dann ist es perfekt. Um den ganzen Kompostierungsprozess zu beschleunigen, kann man den Kompost regelmäßig kehren. Das sorgt dafür, dass mehr Sauerstoff zwischen die Schichten kommt und dass das alles wieder gut durchmischt ist. Je öfter man den Kompost wendet, desto schneller verrottet das Ganze auch. Ich mache das aber nur etwa zweimal im Jahr. Am einfachsten geht das, wenn man für den Kompost zwei Plätze nebeneinander hat und dann den Kompost von einem Platz zum anderen überschaufelt. Die unterste Schicht vom Kompost ist jetzt schon fertig kompostiert und bereit, um in den Garten auszubringen.